Willkommen zusammen zu einer verschneiten Fahrt auf Hamburg-Lübeck mit dem Intercity 2221 und unserer Baureihe 101, in der wir direkt mal Platz nehmen. So, im Führerstand angekommen, machen wir uns ein bisschen Licht an. Machen wir uns mal das große Licht erstmal an. So, Fahrtrichtungswender rein. Na? Vorwärtsstellung und die Türen links auf. Störung, Störung. Machen wir uns die Bremsen sind noch angezogen. Moment. So, dann rollen wir nicht weg. Dann machen wir uns SIFA, PZB und LZB an. Spitzensignale eingestellt. Hier können wir, glaube ich, sonst nichts machen. PZB-Modus passt. Federspeicherbremse ist schon, glaube ich, gelöst. Stromabnehmerkonfiguration ist schon so richtig. Wir sehen auch hier Batteriespannung und so ist alles da. Dann setzen wir uns mal hin. Schalten uns mal den Scheibenwischer an. Wo war der denn noch gleich? Na egal, machen wir gleich. AFB an. AFB, Bisschen AFB, Beleuchtung hier. AFB. Ach, hier war der Scheibenwischer. So. Dann werfen wir mal einen Blick auf den Bahnsteig. Okay, das sieht gut aus, also Türen zu. Schließvorgang eingeleitet. So, dann Fenster zu. Setzen wir uns mal hin. Lösen die direkte Bremse. Lösen auch hier die Bremse. Stellen uns die AFB auf 40 ein. Und schalten Leistung auf. Machen wir das Ganze schön langsam, sanden hier auch noch ein bisschen Zugbeleuchtung vielleicht auch noch an. So. Ich habe uns hier mal das Fernlicht angemacht, damit wir noch ein bisschen was sehen. Hinten schiebt die 101.073-5. Huch, was war denn gerade mit dem Himmel los? Aha, wenn wir jetzt hier zu der Lok nach hinten gehen, wird es auf einmal hell. Und jetzt ist es wieder dunkel. Okay. So, ab hier dürfen wir dann jetzt gleich 90 fahren. PZB hat sich beruhigt. Wir können schon mal die Leistung rausnehmen und die AFB auf 90 hochstellen. Herrlich.
So, und Leistung langsam aufschalten. Machen wir natürlich heute alles ganz behutsam bei dem Wetter. Ja, ich dachte mir, nachdem wir jetzt ein paar Güterfahrten gemacht haben, ist es mal wieder Zeit für eine Passagierfahrt. Allerdings nicht auf Dresden-Riesa, weil wir das ja auch schon exzessiv jetzt gemacht haben. Also von daher, Hamburg-Lübeck ist schon ein bisschen länger her. Und es ist ja auch eine schöne Route. So ist es nicht, ne? Also nicht die beste, aber auch eine sehr, sehr schöne Route. Man merkt halt, wenn man hier abends so bei schlechter Beleuchtung fährt, das ist einfach was anderes als Dresden-Riesa. Aber was Abendbeleuchtung angeht, kommt sowieso keine andere Strecke an Dresden-Riesa ran. So, wir halten auch nur in Hamburg Hauptbahnhof, haben keinerlei Zwischenhalte. Mal schauen. Ganz pünktlich werden wir das vermutlich nicht mehr hinbekommen, weil wir schon mit ein wenig Verspätung aus dem Bahnhof rausgefahren sind. Aber das ist dann halt so. Ich möchte an dieser Stelle auch noch ganz nebenbei erwähnen, dass ich kein Lokführer bin. Auch noch nie in einem Führerstand saß. Zumindest während der Fahrt nicht in einem Führerstand saß. Also von daher, alles, was ich so über das Bahntechnische erzähle, könnte auch ziemlicher Nonsens sein. Ich hoffe es nicht, aber wenn ich irgendwas zur PZB oder ja, sonst irgendwas zum Thema Bahn im Allgemeinen sage, was eventuell nicht den Tatsachen sprechen sollte, dann bitte ich da um Verzeihung. Wie gesagt, ich bin kein Lokführer. Aber falls es dann jemand besser weiß, immer gerne in die Kommentare damit. Es ist doch gerade mal 16.44 Uhr und trotzdem ist es schon so dunkel. Es ist halt Dezember, der 15.12. So, wir dürfen immer noch nur 90 fahren. Oh, wir dürfen schneller fahren. 140, dann nehmen wir die Leistung raus und AFB hoch. Und wir schalten dann langsam Leistung wieder auf. Ne, nicht zu viel, man sieht es schon. Hier bei 30 kN hat gerade schon ein bisschen das Schleudern angefangen. Normalerweise bei trockenen Verhältnissen schleudert die Lok bei ungefähr 50 kN. Man merkt also auf jeden Fall, hier ist Vorsicht geboten. Und das gilt dann dementsprechend auch fürs Bremsen. Das ist, glaube ich, klar. Wir können uns hier noch die Instrumentenhelligkeit ein bisschen hochstellen. So, und hier auch die LED-Helligkeit. So. Wir können uns auch zum Beispiel hier bei dem Display können wir uns die Dunkelheit ein wenig einstellen, hier genauso. Dann blendet das auch nicht so sehr. Vmax auf dieser Strecke ist 160. Heißt also, wir werden heute nicht mit LZB-Action verwöhnt werden, aber muss ja auch nicht immer sein.
Es geht halt gemächlich her hierzu. Wobei auch auf Dresden-Riesa mitnichten die LZB zum Einsatz kommt. Vorsignal ist grün. Und Hamburg Hauptbahnhof ist noch 48 Kilometer von uns entfernt. Also haben wir noch ein ganzes Stück zusammen hier auf dieser Fahrt. Macht es euch gemütlich. Ganz entspannt. Am besten noch einen Tee mit dazu. Und dann hier ganz entspannt die Fahrt genießen. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Die Sonne ist jetzt auch mittlerweile komplett untergegangen, während wir zu Beginn ja noch ein bisschen Helligkeit am Horizont hatten, ist diese nahezu komplett verschwunden. Jetzt haben wir so leichte FPS-Einbrüche. Sind bei so ungefähr 35. Jetzt gerade ging es wieder in den roten Bereich. Ah, naja, also zwischendurch immer mal wieder. Kleinere Ruckler. Oder größere Ruckler, so. Oh, das war gerade heftig. Aber ist mir schon sowieso aufgefallen, dass gerade hier auf dieser Strecke immer mal wieder ein paar größere Ruckler mit dabei sind, so in etwa auf halber Strecke, ein Drittel der Strecke hinter Lübeck. Hier in etwa auf Höhe von diesem Bahnhof, den ich nicht kenne. Oh Gott. Reinfällt. Also das war gerade ein Ruckler. Ich dachte schon, das Spiel hat sich verabschiedet. Was übrigens bei mir sehr, sehr, sehr selten passiert. Also dass mir der TSW mitten im Spiel abstürzt, ist mir vielleicht zweimal bisher passiert. Und das eine Mal war auf dem Streckenzweig nach Coswig auf Dresden-Riesa. Kilometer noch. Ja, hier so schön am Abend mit der 101 den Intercity
Was gibt's Besseres? Was gibt's Besseres im TSV als genau das? Okay, gut, das ist stark von individuellen Geschmäckern abhängig. Da gibt es natürlich viele, die jetzt sagen, ja, also mir gefällt ja der Güterzug dann noch ein bisschen mehr. Das kann gut sein. Ich sitze am liebsten in diesem Führerstand. Mal sehen, vielleicht ändert sich das auch, wenn die Baureihe 187 draußen ist. Dauert ja nicht mehr lange. Donnerstag ist es soweit. Da bin ich schon ganz gespannt darauf, wie der wird. Und sofern bei Release nicht klar ist, dass die Lok komplett kaputt ist, werden wir uns die auf jeden Fall ziemlich zeitnah dann auch angucken. Natürlich wird es dazu dann auch Videos geben. Wo wir die 187 im Einsatz erleben werden. Vermutlich nicht die Szenarien, die mag ich nicht so sehr. Die Szenarien haben in der Regel weniger Variabilität als der Fahrplan, weil der Fahrplan benutzt ja auch Loks von anderen Strecken, während die Szenarien ja nur das Rollmaterial verwenden, das mit der Strecke mitgeliefert wird. Und bei Schnellfahrstrecke Köln-Aachen ist es dann halt eben der ICE3 und der Talent 2. Aber sowas wie die 146 und die Dostos. Und ich glaube auch die 425 fährt die da auch, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, sowas ist dann in den Szenarien natürlich nicht dabei. Sondern sowas ist dann nur im Fahrplan zu sehen. Deshalb werden wir uns da den Fahrplan angucken und nicht die Szenarien. In der Regel ignoriere ich eigentlich die Szenarien nahezu immer. Also die mitgelieferten Szenarien, die standardmäßig kommen. Bei Dresden-Riesa ist das anders. Da können wir sehr, sehr gerne auch mal ein Szenario spielen, weil da ja eben sehr, sehr viel Rollmaterial mitgeliefert wird. Einzig die Baureihe 101 ist dann nicht dabei. Aber das ist verkraftbar. Ja, wobei der ICE3 auch nicht. Na, mal schauen, ob wir ein Szenario spielen auf Dresden-Riesa. Also ein Szenario, das von Haus aus dann mitkommt, das mitgeliefert wird. So, in 25 Minuten sollen wir ankommen. Wir dürfen weiter an 140 fahren. Hauptsignal ist grün. Oh, hier war ordentlich was los, ne? Dreißig Kilometer haben wir noch. Wie ist das so bei euch? Welche Lok fährt ihr am liebsten? Welchen Zug fährt ihr am liebsten? Bei mir ist es ja die 101. Gibt es da Leute, die das auch so sehen? Oder
Habt ihr da andere Meinungen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare mit rein. Vielleicht die 112, die gerade an uns vorbeigefahren ist. Habe ich was übersehen? Was habe ich denn übersehen? Ja, ich habe es verstanden. Das? Zugbeeinflussung. Ups. Einziger Ankündigung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, warum wir jetzt die Zwangsrumsung bekommen haben. Schön, dass die Fahrräder auch hier verschneit sind. Okay, wir dürfen 110 fahren. Oh nee, gar nicht. Da habe ich wohl vorhin einfach nicht auf die Strecke geachtet. War wohl kurz gedanklich woanders. Ich glaube, ich habe auf dieses maschinentechnische Display hier links gestarrt. Und das wohl einen Moment zu lang. Naja, passiert. Oh, wir dürfen schon wieder schneller fahren. 160, dann Leistung raus. Und AFB-Hebel komplett durchdrücken. Zack, 160. Und Leistung langsam wieder aufschalten. Gehen wir mal auf die 20, 30 kN pro Fahrmotor.
und durch den nächsten Bahnhof durch. Ankündigung auf 120. Ab hier gelten dann die 120. Signale sind grün. Sehr schön. Hundertvierzig gelten dann ab hier. Also Leistung raus. AFB. Moment. Herrlich. Ups, da war ein Baum im Gesicht. Da ist uns doch tatsächlich gerade eben die weiße Lady entgegengekommen. Gibt's als Repaint im Razem Foam, genauso übrigens wie das Repaint für die 101 hier. Gibt's auch im Razem Foam. Der Download-Link zu diesem Repaint ist in der Videobeschreibung. Vorsignal ist grün. Und wir haben weiterhin eine freie Strecke. Gut, dass wir keinem Regionalexpress hinterhergurken müssen. Das wäre nämlich natürlich dann eher eine Fahrt, die von Ruckelei geprägt wäre. Ständig ein gelbes Vorsignal zu bekommen. Eventuell vor einem roten Hauptsignal zu stehen. Wäre insgesamt natürlich eine deutlich actionreichere Fahrt, aber für unsere Fahrgäste nicht das angenehmste aller Erlebnisse. Immerhin taugen die Scheinwerfer der Baureihe 101 mal hier ordentlich was. Das ist ja mit den eher älteren Fahrzeugen im TSW ja mitnichten der Fall, dass da die Scheinwerfer bzw. die Spitzensignale in irgendeiner Form etwas bringen. So ist das Signal für uns. Nee. Okay. Die Scheinwerfer in den älteren Fahrzeugen des TSW
Die scheinen ja nahezu gar keine Wirkung zu haben. Während allerdings hier die 101 gut Licht macht, die ganzen Fahrzeuge, die mit Dresden-Riesa mitgeliefert werden, bei denen sieht das alles ziemlich gut aus. Aber beispielsweise beim ICE3. Da kann man das Fernlicht anmachen, wie man möchte. Da sieht man vielleicht die 5 Meter vor einem, aber ansonsten nichts. Aber ich hoffe, dass das jetzt ja für künstliche Fahrzeuge der Standard sein wird. Das, was mit der Baureihe 101 bzw. mit Dresden-Riesa mitgeliefert wurde, dass das im Grunde genommen State of the Art ist. Und dass künftige Fahrzeuge sich an diesem Standard orientieren, was ein sehr, sehr hoher Standard ist, definitiv. Dementsprechend bin ich umso gespannter, wie es mit der Baureihe 187 aussehen wird. Die wird ja von Skyhook Games gemacht und nicht von Dovetail Games. Da stellt sich natürlich die Frage, nach welchem Standard Skyhook Games arbeitet im deutschsprachigen TSW, beziehungsweise mit deutschem Content. Das ist ja deren allererstes Mal, dass sie deutschen Content bringen im Trainsim World. Da ist man extremst gespannt, wie da die Umsetzung sein wird. Ich hoffe, eine sehr, sehr gute Umsetzung. So, 120er Ankündigung. Sehr schön. Ab hier gelten die 120. Ich hoffe, dass uns noch ein Güterzug entgegenkommt. Wir haben jetzt keine Güterzüge bisher gesehen. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Hat das das erste Mal jetzt bei Nacht gesehen. Immer nur so, ansonsten bei Tag. Das sieht sehr, sehr cool aus. So, ist das unser Signal, das grün ist? Ich hoffe schon. Ich würde nämlich kurz meinen Blick drauf werfen wollen. Ja, sieht gut aus. Oh, nee. Huch. Ja. Schade, sind zu weit davon entfernt. Mich erschreckt. Dann rollen wir mal auf das HP0 zu. Und siehe da. Es ist kein HP0 mehr. Müsste dementsprechend nicht aktiv sein. Sehr gut. Wir bleiben jetzt mal hier in diesem Geschwindigkeitsbereich und drücken auf PZB wachsam. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
Zugbeeinflussung. Oh, ist das unser? Moment, welches Signal ist unseres? Ah, das hier, das rote. Schade. Dann noch runter mit der Geschwindigkeit. 500 Hertz Magnet leuchtet. Beziehungsweise dass der Magnet leuchtet, ist natürlich Quatsch. Der Magnet leuchtet nicht, sondern unser Leuchtmelder leuchtet. So, meine Damen und Herren, aufgrund eines halbzeigenden Signals sind wir offensichtlich planmäßig zum Halten gekommen. Denn wohl kaum brauchen wir 5 Minuten für 3 Kilometer im Normalfall. Also von daher ist wohl der Halt planmäßig mit drin. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ankündigung auf 60 ist auch hier im Signal. Wo sind wir denn hier in der Nähe? Gibt es irgendwo einen Bahnhof? Ich gucke mal kurz auf die Karte. Ja, hier vorne ist ein Bahnhof. Da hinten ist ein Bahnhof. Gucken wir mal. Welcher Bahnhof ist das? Ich komme nicht aus der Gegend, daher kann ich das nicht alles auswendig. Hasselbrook. Ja. Ja. Hasselbrook. Sieht gut aus. Huch, ich dachte, ich hätte das Licht angemacht. Das war doch auch definitiv zwischendurch an. Komisch. Ich war mir ganz, ganz sicher, dass bei irgendeiner Vorbeifahrt das Licht zwischendurch an war. Ja. Ja, jetzt sind wir halt hier, ne? Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, warum wir jetzt stehen. Schöner Tisch hier, ne? Ich dachte halt wirklich, dass die Zuglichter an sind. Die waren auch definitiv an. Komisch. Dann machen wir das Ganze noch mal hier. Zuglichter ein. Komisch. Jetzt vielleicht. Ach, jetzt sind sie wieder an. Vielleicht lag das an der Zwangsbremsung. Vielleicht hat die irgendwie... vielleicht gibt es da in irgendeiner Form so eine Art Fehler in der Programmierung. Das war eine PZB-Zwangsbremsung. Dann die Zuglichter ausgehen. Ich weiß zwar nicht, warum das der Fall sein sollte, aber eventuell ist dem ja so. So, ich frage mal beim Stellwerk an, was denn jetzt nun ist. Abgelehnt. Ja, dann kommen wir jetzt mit Verspätung an. Vielleicht haben wir zu viel Verspätung aufgebaut, sodass der oder die Fahrdienstleiterin entschieden hat, uns jetzt warten zu lassen. Traurig.
Aber dann ist das halt so. Ja, und sonst so schlechtes Wetter heute, ne? Aber wenn das Signal hier rechts grün ist, dann kommt uns hier eventuell noch ein Zug. Ja, wobei, nee, das sind ja die Hamburger S-Bahn-Gleise hier rechts. Oder? Doch ja, also da, hier wird definitiv kein Zug kommen. Auf diesem Gleis. Umso witziger, dass das Signal grün ist, und umso cooler, dass die offensichtlich das, ich denke mal, das korrekte Signal hier verbaut haben, weil dieses Signal gibt es ja sonst nicht im TSW. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass die da entsprechend die Signale dafür erstmal bauen mussten, also das Asset. Hier ja auch. Ist das in irgendeiner Form baugleich? Das ist baugleich. Bei dem fehlt dann jetzt dieser Pfeil, der nach unten zeigt. Keine Ahnung, was der bedeutet. Okay. Also vor uns auf den Gleisen ist die RB81. Die steht ebenfalls vor einem roten Signal. Ich beginne ein Problem zu sehen. So. Hier steht auch ein Zug. Dann fliegen wir mal darüber. Denn so schnell werden wir dann nicht mehr grün bekommen. Wir können ja mal hoch. Nein, verdammt. Goddammit. Ich wollte eigentlich sagen, wir können ja mal zwischendurch F1 sogar noch drücken und aufs HUD gucken, ob das Signal umspringt, aber das wird es nicht. Stattdessen bin ich auf die Taste 1 gekommen und bin dann in den Führerstand zurückgespawnt. So, wen haben wir hier stehen? Ebenfalls die RB81 nach Hamburg Hauptbahnhof. Ja, da würde ich auch gerne hin. Aber ihr steht mir hier alle im Weg. Von welchem Gleis kommst du? Von dem hier. Weiche steht auf geradeaus. Diese Weiche geht nach rechts, glaube ich, ab. Ja. Diese Weiche geht auch nach rechts. Okay, vermutlich habe ich die Gleise nicht mehr richtig verfolgt, weil dieses Gleis ist eigentlich frei. Hier könnte theoretisch jemand einfahren. Vermutlich müssen wir auch hier hin. Hamburg Hauptbahnhof Gleis 8. Wir sind hier auf Gleis 6. Ja gut, wir kommen halt nicht weiter, weil dieser Kollege halt hier steht.
Aha, du hast 25 Minuten Verspätung. Okay. Das ist definitiv ein Fehler. Ein Fehler im Fahrplan. Ich weiß nicht, wie der jetzt aufgetaucht ist. Der ist mir nämlich vorher nicht aufgefallen. Aber dieser Zug hier scheint in irgendeiner Form kaputt zu sein. Die RB 81 nach Hamburg Hauptbahnhof. Du stehst nämlich in Hamburg Hauptbahnhof und könntest jetzt einfach umdrehen und wieder zurückfahren. Könntest. Ich kann jetzt natürlich mit der Kamera hier nicht rein in den Führerstand. Huch. Ja. Okay. Ja, dann ist das halt so. Dann müssten wir leider die Fahrt an dieser Stelle schon beenden, da ich ja nicht weiterkomme und definitiv nicht weiterkommen werde. Offensichtlich ist das hier nämlich ein Fehler hier im Fahrplan oder ein Fehler, der sich in irgendeiner Form hier in den Simulator eingeschlichen hat. Ich danke euch trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, dass es euch dennoch Spaß gemacht hat. Mir hat es nämlich bis hierhin Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.